Oh, hau, ha. Was ist das nun wieder? Ich wollte doch nur mal schnell den Hecht ziehen, damit ich den Auftrag abgeben kann. Ey, nix Blechle. Aber das Wichtigste ist, ich wollte gar nicht auf Hecht, sondern gleich schön nochmal auf Saiblinge gehen. Das machen wir auch gleich. Mal eben hier den Brocken rausziehen, Alden. Und dann, oh, der will noch nicht. Und dann gehen wir auf Saibling. So, komm raus, Alden. Ich glaube, so riesig groß wird der, glaube ich, gar nicht, oder? Gehen wir mal so ein bisschen mehr rein in die Bremse. So, wir können so langsam ziehen. Ja, der kommt schon. Richtig viel Power hat er gar nicht. Der tut nur so, als ob. Komm, Alten. Siehste, der kommt schon. Also, schön gleich auf Saibling hier am Ladoga. Im Idealfall auf Klotz und auf Ladoga-Saibling und was nicht alles. Der wurde ja in den letzten Tagen wieder schön was gefangen. Und das will ich auch endlich mal wieder. Ah, siehste. 5,9 kann man mitnehmen. Heute übrigens auf der falschen Seite. Ich wollte mal gucken, wie das hier so schmeckt auf der falschen Seite. 5,9 reicht mir aber für den Hechtauftrag. Regulieren wir mal eben den Motorsound ein bisschen runter. Reicht mir für den Hechtauftrag. Das heißt, ich kann jetzt mal eben gleich 3 Hechte abgeben für 150 Silber. Immer schön Hechtaufträge machen, lohnt sich enorm. Und ja, hier auch schon einiges gefangen. Vorhin schon hier ein bisschen geangelt, dann gerade ein bisschen Pause gemacht. Da habe ich mir gedacht, ach komm, machst du doch nochmal den Hechtauftrag hier fertig. Und dann kannst du immer noch auf Saiblinge gehen. Und ja, düsen wir mal eben zum Spot und dann testen wir da mal ein wenig herum. So, und angekommen. Perfekt. Ja, so läuft das. Und da ist er, nee, ich bin hier auf der verkehrten Seite. Ich habe mir gedacht, komm, gehst du mal rüber hier in die Ecke. Es ist zwar ein bisschen schwieriger, ein bisschen ungewohnter für mich, jetzt mit dem Hin und Her gestikulieren. Aber zum einen hat man immer noch das Ding da im Blick für die Koordinaten. Zum anderen sieht man direkt, mit welchem ist er denn jetzt online. Mit dem Low-Level oder mit dem High-Level. Und dann kann man das immer so ein bisschen für sich besser einschätzen. Sonst hocke ich da halt immer direkt davor. Ist halt ein bisschen unpraktisch. So, aber was ich gerade sagen wollte, der Devilus hier im Chat, der ist auch schon wieder fleißig am Rausziehen. Und der Lümmel, der hat doch tatsächlich hier... Der hat doch tatsächlich hier in Deutschland inne Rekorde. Wo ist er? HIJ Karl, da. Da ist er doch. 4,4 Kilo hat er rausgezogen, der Lümmel. Alter Falter, da bin ich ja schon ein bisschen gierig drauf, ey. Das probieren wir jetzt mal aus. Ich schnapp mir meine Route und dann bauen wir die mal ein bisschen zusammen. So, und da ist er zusammengebaut. Und was eignet sich besser fürs Angeln auf Saibling als diese wunderschöne Vexila. Hier jetzt mit Texas Rig. Das ist die eine Montage, die teste ich jetzt gleich mal eben. Relativ fein zusammengebaut hier. 12 Kilo Hauptschnur, 6,8 Kilo Vorfach. Einser Haken groß, gelbe Perle drauf und dann hier den Quicker, der auch gerade in den Rekorden halt dominiert. Den nehmen wir mit und den werfen wir aus. Und ich bin wahnsinnig gespannt, was da geht. Ich habe es noch gar nicht ausprobiert. Wie immer mal wieder blind. Ich gehe mal runter hier erstmal auf eine Einholgeschwindigkeit von 15 und teste mal so ein bisschen rum. Erstmal langsam. So, jetzt haben wir Grundberührung. Zack. Und dann... Ja, bei der Einholgeschwindigkeit bzw. bei der Übersetzung, da sind wir wieder, bei der Übersetzung der Rolle reicht dann jetzt hier
eine halbe Umdrehung. Und ich komme schon bei Einholgeschwindigkeit 15 jetzt hier bei der Rolle in die Jig-Führung hier rein. Sehr angenehm. Da muss man nicht so wild hier rumkurbeln die ganze Zeit. Also, das funzt. Ich denke, ich werde gleich nochmal ein bisschen weiter auswerfen. Das war jetzt sehr wenig. Da muss ich noch ein bisschen mehr Power reinlegen vielleicht. Aber mit Glück geht ja jetzt schon mal hier gleich einer rein. Wäre doch nicht so verkehrt, ey. Von den Uhrzeiten? Keine Ahnung. Ich meine, der Devilus, der zieht hier schon wieder raus. Der ist anscheinend hier noch aktiv. Keine Ahnung, ob er hier die Super Trophy haben will, der alte Bänger. Mir wird ja so eine Trophy schon reichen, ne? Ludoga-Saibling? In Trophy-Größe? Oder so ein Klotz-Saibling oder so? Mega. Das wäre schon was. Na, ich... Oh, zack, siehst du, da geht auch einer ran. Auf den letzten Metern hier. Geht einer rein, habe ich die Bremse passend? Ja, müsste eigentlich gehen. Was haben wir denn? Ist der erste Fisch ein Barsch? Ist der ganze Tag? Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben. So. Wunderbar. Läuft. Alles richtig gemacht. Alter Falter. Alter Falter. Alter Falter. So, absinken lassen. Weiter geht's. Weiter geht's. So, zack. Ah. Sofort wieder Biss. Okay. Ich habe ein bisschen Angst noch wegen der Bremse. Ich mache nochmal ein bisschen weiter runter. 6, noch was Vorfach. Das ist schon ein bisschen low. Aber ich teste erstmal sehr fein. Und wenn es dann leicht geht... Ist der zweite Fisch ein Barsch? Ist der ganze Tag ein Barschtag? Schön. Ich bin hier heute auf Barsch unterwegs übrigens. Ich sehe gerade, Devilus ist auch gerade hier auf Barsch unterwegs. Alles klar. Scheint zu laufen. Aber ohne Scheiß, wenn die in der Größe sind mit 700 Gramm und er hatte auch einen mit über 700 Gramm, dann ist das okay. Dann ist das schon ganz okay. Ich nehme gerne noch ein paar Barsche mit. Hauptsache man fängt was. Dann ist das doch voll okay. Und wenn dann noch zwischendurch ein dicker Brocken reinballert. Siehst du, jetzt fängt er noch einen mit 800. Boah. Petri-Alden. So. Zack, next. Ich bin ja mal gespannt. So. Und? Ja. Lübt, ey. Jetzt schmeißen wir direkt wieder rein hier. Unmaßiger kleiner Zander. Alter. Na, vielleicht teste ich gleich nochmal andere Richtung. Einmal so hier und hier und hier. Ich werde gleich mal hier die ganze Area nochmal ein bisschen abangeln. Bisher ist es ja nicht schlimm. Also so wie das jetzt hier läuft, bin ich schon mal ganz zufrieden. Der Köder ist fängig. Das funktioniert. Wie gesagt, jetzt hier gerade mit der gelben Perle. Oder ich ändere gleich nochmal die Perle. Gelblich, grünlich vielleicht mal testen. Das sind ja alles so Spielereien, die kann man ja machen, Stück für Stück. Einfach mal den Spot dann auch mal ausgiebig testen. Und vor allem auch mal selber ein bisschen rumprobieren. Einfach mal selber gucken. Ja, hör mal, wenn ich das jetzt hier habe und das ist vielleicht gerade nicht so ideal, was könnte man denn noch machen?
Zack, 5, 6 Mal reinwerfen. Next. Und das nächste ausprobieren. Vorhin zum Beispiel schon mal auf Aal probiert. Vorhin, beziehungsweise die Tage hieß es ja im Livestream, Alden, alte Festung, Aal und so. Ich habe hier schon gezogen und dann sehe ich, ich logge vorhin ein hier und dann sehe ich schon wieder Aal im Chat und denke mir, nanu. So, direkt zack, mein Aal-Shirt angezogen, Alden. Da fange ich auf jeden Fall erstmal gleich eine Trophy, Alden. Nee, gar nichts gefangen. Gar nichts gefangen. Aber ich habe es auch brutal versucht mit dicken, fetten Einserhaken. Und da lief das irgendwie gar nicht so gut. Ja, und dann habe ich mir gedacht, nee, komm. Machst du mal erstmal ein bisschen Kohle. Denn ich bin ja immer noch knapp unter den 20.000. Wobei das jetzt hier mit den Hechten, die ich schon gefangen habe, plus Kaffeeauftrag, noch über 50 Stunden Ingame-Zeit. Das reicht also noch hier. Da, Jawolski, jetzt sind wir in der Führung drin. Plus jetzt auch noch die Saiblinge, die bestimmt gleich hier reinrasseln. Da werde ich doch bestimmt auch gleich die 20k zusammen haben. Und dann kann ich mich hier erstmal schön entspannen mit dem dicken Account. Und weitermachen mit dem kleinen. Und dem Stippen. Und da brauche ich auch tatsächlich gar nicht mehr ganz so viel Kohle. Mit dem kleinen sind wir schon. Was hatten wir zusammen geangelt jetzt? 1200 ungefähr. Im letzten Stream hatten wir ja nochmal einen Wettangeln gemacht am Belaya. Da hat es ja auch gut reingerasselt. Ohne Kaffeeauftrag. Bis zu 300 Silber in einer Stunde am Belaya. Also auch das lübt natürlich. Ohne Kaffeeauftrag und ohne Trophy. Also da war schon ordentlich Kohle wieder angesagt. Aber es motiviert natürlich auch ungemein, in dem Wettangeln einfach mal richtig Gas zu geben, konzentriert eine Stunde lang. Und dann tauscht man sich natürlich im Stream auch immer noch so ein bisschen aus. Alden, wen hast du denn jetzt gerade? Welchen Köder und wo stehst du? Und dann wird das natürlich immer wilder, ne? Ja, jetzt habe ich irgendwie hier die Führung verloren. Ich baller mal in die Richtung hier. Gucken wir mal. Oh, ne, das ist doch ein Barsch jetzt. Beim Einkurbeln. Oh, nochmal. Was sie gierig sind, diese Barsche. Was sie gierig sind. Ist ja nicht normal. So, werfen wir mal in die Richtung. Schön absinken lassen. Abwarten. Und dann gucken, was geht. Zack, Alter, sofort, ey. Das ist ja auch gut, ey. Eine Umdrehung. Und sofort drinne. Kann man machen. Nicht schlecht, ey. Und da haben wir den ersten Ludoga-Saibling, Alter. Jetzt muss ich ja mal gucken. Da fällt mir gerade auf, wenn ich jetzt hier so hocke, wie mache ich denn jetzt die Thumbnails, Alter? Ich muss die spiegeln. Das wird aber schwierig, Alter. Das wird aber jetzt ein Dingen. Das kriegen wir nicht hin. Nee, da müssen wir. Das ist ja Kacke. So. Achtung. Nee. Das lassen wir weg. So. Ab an ein stilles Plätzchen, Alter. Und beim nächsten Mal nicht solche. Jetzt ist das auch viel angenehmer. Jetzt kann ich auch wieder dahin zeigen, wo er ist. Nicht immer so ein Spöks hier mit den ollen Fischen. So, weitermachen. Also, zack. Nochmal da vorne hin. Und zwar landet man dann jetzt hier quasi hier in dieser kleinen Nische hier unten. Ah, hier ist so angenehmer. Hier ist auch klimatisch irgendwie viel besser. Ja. Ich bin auch näher am Chat. Ich kann auch besser da so hinzeigen. Ne, hier ist schon gut, ey. Hier ist schon gut. So lassen wir das. Fühlte sich auch irgendwie
irgendwie nicht gut an. Ich weiß gar nicht warum. Wobei das andere halt richtig wäre, ne? Also ich bin ja jetzt gespiegelt, ne? Zetze. Siehste? Wieder der Nachteil. Der Devilus zieht hier gerade 2,8 Ludoga Saibling und keiner sieht's. Passt schon. Wir lassen das erstmal so. So, allen, jetzt aber hier. Bisschen weiterziehen. Ludoga Saibling. Und, was wollen wir noch? Alles. Klotz Saibling. Normalen Saibling. Barsche. Jetzt nehmen wir mal nicht so. Den Barsch nehmen wir auch mit. Barsch geht auch immer. Und. Da ist er. Barsch. Geht auch immer rein. Mir ist gerade eingefallen, Alter, ich mach mal komplementär, das ist ja eher gelblich. Mach mal also mal die gegensätzliche Farbe. Das wäre dann blau. Ballern wir mal das Teil da dran. Nicht ganz so weit ausgeworfen. Schön absinken lassen. Und dann, ich gehe mal runter auf eine 12 sogar. Nochmal ein bisschen langsamer. So, schön langsam durchjiggen hier. Ja. Ja, das ist schön wie gewohnt. Da kann man auch schön lang die Pause durchziehen. Wieder. Das ist geil. Schön entspannt. Ach, ist das gut. Siehst du, was mir auch wieder einfällt? Ich kann auch direkt hier unten hinzeigen. Immer zu der Führung. Wie hätte ich das machen sollen auf der anderen Seite? Nee. Ich bleib mal hier schön in meiner Ecke. Das ist schon gut so. So. Jetzt muss da bloß natürlich nochmal einer mal dick reinrasseln, Alten. Und da rasselt er rein, jawohl. Wer auch immer. Wow. Okay, sehr barschig schon, ne? Sehr barschig. Ich würde sagen, viel Barsch bisher mit ein bisschen Saibling. Aber ich bin da gar nicht irgendwie böse drum. Das ist alles schon so, wie es ist, sehr gut. Wichtig ist, dass man was fängt. Wichtig ist, dass da kontinuierlich Frequenz drauf ist. Und wenn dann zwischendurch Ludoga-Saiblinge reinballern, die ja unnormal viel Kohle bringen. 30, 40 Silber für so ein Ding ist schon top. Dann kann man hier schön entspannt, also wirklich schön entspannt, sein Spinning ein bisschen skillen. Ich meine hier ab 26 kommt es hier zum Ladoga. Zack, dann kann man hier schon mal schön Jiggen üben. Dann macht das schon Bock. Und wie gesagt, man fängt eben auch diese echt seltenen Fische, ne? Oder mal so eine olle Sefo. Aber wie gesagt, auch da gar nicht schlimm. Denn die Abwechslung in den Fischen bringt dann auch mal eher einen weiteren Skillpunkt. Immer schön was anderes und was Neues fangen. So. Ah, ich teste mal. Das hatte ich vor ein paar Wochen, wo ich zuletzt hier mal war, auch gemacht. Mal schneller. Ich bin ja immer so super langsam hier am Jiggen. Das kenne ich halt irgendwie noch von vor ein paar Jahren. Da hieß es, nee, Alter, du musst da mal ganz langsam durchgehen, Alten. Und jetzt teste ich doch mal wieder deutlich schneller. Das werden wir gleich mal machen beim nächsten Auswurf. Einfach mal durch, also schnell durchgejiggt. Mit was für einem Tempo seid ihr denn unterwegs? Auch das mal bitte ruhig unten reinhacken. Womit ihr am erfolgreichsten hier, mit welcher Geschwindigkeit, am Durchjiggen seid. Ich meine, das hat ja jeder so seine Vorlieben. Und jeder überlegt sich so sein Ding.
und dann ist das auf einmal erfolgreich, also kriegst du ja Bestätigung, dann muss das ja richtig sein. Und so spinzert man sich so seine eigenen Sachen im Kopf zurecht. Zack. Und fühlt sich immer wieder bestätigt, weil es funktioniert. Man macht ja nichts anderes. Ah, guck mal, auf 10 kann ich es doch lassen. Das geht doch. Ja, auf 10 kann ich es lassen. Und. Nee! Barsch! Oh boy, Alter. Ich werde ihn nicht los, ey. Ich werde ihn nicht los. Ich immer dieser Barsch, Alter. Ich kriege ihn nicht mehr weg. Der olle Barsch, ey. Er verfolgt mich. Mega. So, wir haben gesagt, wir ziehen mal ein bisschen schneller durch. Also, machen wir auch mal. Ich gehe mal auf die 30. Und auch hier jetzt, zack. Komme ich da jetzt überhaupt rein ins Jig? Jetzt bin ich drin. Und ja, ich bleib auch drin. Und wieder raus. Das war zu wenig gekurbelt. Also bei einer halben Umdrehung hier mit der Übersetzung 7, irgendwas hat sie. Da muss man, also eine halbe Umdrehung sollte es, glaube ich, schon sein, ne? Zack, und da geht was rein. Ja, nicht ganz so schwer. Hoffentlich nicht schon wieder was Gestreiftes. Nö. Aber auch wieder eine Sefo. Alles klar. So, weiter. Andere Richtung. Jetzt haben wir langsam die Abendstunden. Jetzt gehen wir mal in die Richtung hier. Probieren hier nochmal ein bisschen aus. Auch nochmal ein bisschen mit Tempo. Und dann fassen wir gleich mal das Ganze zusammen, ob sich das denn jetzt hier irgendwie auch finanziell gelohnt hat oder nicht. Oh, 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 oh. Na, ich musste doch noch einmal wenigstens testen, was denn so die anderen Köder machen, die auch da in den Rekorden sind. Und oh, die bringen zumindest auch noch mal einen Klotz-Saibling, Alter. Klotz-Saibling ist auch ziemlich geil, ne? 500 Gramm Klotz, direkt noch mal weiter probieren. Einfach in dieser Richtung mit dieser Köder-Kombi. Gucken wir mal, ob da noch ein bisschen was funktioniert. Und dann müssen wir aber mal verkaufen endlich. So, nun schauen wir doch erstmal kurz hier ins Café rein. Denn wir haben ja hier auch ein bisschen was gezogen. So, zack, die ersten 147 Silber nehmen wir mit. Die waren allerdings ja vorm Video oder so halb wenigstens. Und den Rest, beziehungsweise den Rest, den müssen wir auch mal eben hier nach Fangzeit so ein bisschen, müssen wir den ein, ja, das ist hier die halbe Stunde wieder. Die halbe Stunde von Dorn nach Dorn, noch ein Klick. 50 Silber ist okay. Ist okay. Also, was haben wir dann in Gänze? Wir haben jetzt hier einen kleinen Kescher mit 50 Silber. Wir haben hier noch ein paar kleine Hechte dabei gehabt. Machen wir nochmal 100 raus. Kratsching. Ich muss noch ein bisschen weiter angeln. Mir fehlen immer noch ein paar hundert zu den 20k. Petri, ihr Lümmels, zieht raus die Brocken. Und wir sehen uns im nächsten Video oder auf Twitch montags, mittwochs und freitags ab 21 Uhr. Petri.